Halten Sie die Landesgartenschau für eine gute Idee? Ich würde es gut finden, aber ich würde es begrüßen, wenn die Sachen, die gebaut werden, dann auch genutzt werden. Und nicht wie in Erfurt, dass so vieles wieder weggerissen wird und dann nicht mehr genutzt, verwahrlost. Das finde ich immer schade. Man sollte die Dinge, die man aufbaut, auch erhalten. Ja, Landesgartenschau wäre natürlich eine gute Idee. Ne? Sind noch mehr Leute hier, die durchs Sommer da gehen, alles ist doch immer gut. Oder? Laufkundschaft. Das kleine Sommer der Landesgartenschau. Vielleicht tut er da mal den Nikolaus Dreisel ein bisschen hervorheben. Weil ich bin Wessi, hört man vielleicht, wenn ich dann manchmal gesprochen habe mit so jungen Leuten aus Sommerda, die wissen gar nicht, wer das ist. Also wenn er die Geschichte mit in die, zu den Blumen dazu holt, bin ich einverstanden. Finde ich prinzipiell gut. Preisfragen weiß ich nicht so richtig, ob sich's am Ende rechnet. Aber auf jeden Fall ist es eine Werbung für die Stadt. Also wir sind ja insgesamt schon eine sehr grüne Stadt und ich denke, wir haben auch noch ein paar Bereiche, die eine Aufwertung bedürfen. Speziell könnte ich mir da vorstellen, dass der Martini-Park da noch mal ein bisschen neu gestaltet werden könnte, vielleicht sogar im historischen Gewand. Da gibt es, glaube ich, auch schon ein paar Ideen, die schon längere Jahre lang in der Schublade liegen. Und ich denke mal, die Landesgartenschau könnte da ein guter Anlass sein, um die Stadt vielleicht noch ein bisschen grüner zu machen, auch im Zuge des Klimawandels vielleicht auch ein bisschen Werterhaltung oder Umgestaltung diesbezüglich. Und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn der Martini-Park da eine dicke Scheibe von abkriegen könnte. Ich finde, es ist eine gute Idee. Für Erfurt war das auch eine große Chance. Vor allen Dingen unsere Parks und Grünanlagen, die wir im Sommer da rundherum schon haben, weiterzuentwickeln und auch den Kontakt mit unseren Partnerstädten in der Allianz Thüringer Becken darf zu vertiefen, weil die sind ja mit integriert. Ist ja nicht von der Stadt Sommerda alleine ein Vorhaben, sondern soweit ich weiß auch von der Allianz Thüringer Becken. Auf was freuen Sie sich ganz besonders zur Landesgartenschau? Also ich freue mich ganz besonders auf die vielen Besucher, die hier unser Kleinod kennenlernen werden. Diese schlafende Landschaft, die einfach darauf wartet, noch von vielen entdeckt zu werden. Ich freue mich auf dieses Projekt, das wir gemeinsam mit den Einwohnern hier gestalten werden, wo wir viele Initiativen lostreten können. Und vor allen Dingen freue ich mich darüber, dass endlich, wenn diese Landesgartenschau stattfindet. Der Wunsch der Einwohner von Henschleben war, wird hier einen wunderschönen Rundweg zu haben und den allen präsentieren zu können. Das wird toll. Kommen Sie her. Die Menschen in Ihrer Umgebung, wie empfinden die Idee der Landesgartenschau? Die Henschlebener haben vor 2 Jahren eine Unterschriftensammlung initiiert. Hier gibt es eine Wandergruppe und die hat das gemacht. Und alle Einwohner haben unterschrieben, dass sie diesen Wanderweg haben möchten. Und die freuen sich total darüber, dass es endlich Beachtung findet und dass diese Möglichkeit, an der Landesgartenschau teilnehmen zu können, uns diese Möglichkeit auch eröffnet, einen wunderschönen Rundweg hier zu gestalten. Und sie sind vollkommen damit einverstanden, dass hier was passiert. Ich erwarte von der Landesgartenschau 2028 für unsere Gemeinschaft ein tolles Fest. Also ich finde, die Landesgartenschau ist eine sehr gute Idee und ich erwarte mir für unsere Dorfregion, dass wir ein bisschen aufgewertet werden und dass es auch für andere attraktiver wird. Für Besucher, für Einwohner, für alle, für die ganze Gemeinschaft. Landesgartenschau finde ich toll. Ich wollte wissen, wenn das viele Leute dort besuchen und soll auch weiterhin bestehen bleiben. Ich finde es sehr gut, wenn das hier in Buttstedt stattfinden würde. Das gibt der Stadt ein bisschen Aufschwung und bringt Geld in die Stadt. Also ich würde es ganz toll finden, wenn zu uns nach Buttstedt die Landesgartenschau käme. Ich bin auch ein guter Gärtner und ich freue mich, wenn das hier in der Nähe wäre. Ich liebe das Ganze drumherum und auch das in Rastenberg. Wir haben einen echt geilen Wald, wunderbare Flora und, was die meisten gar nicht wissen, geologisch sind wir super gut getroffen. Wir haben nämlich gar nicht weit von hier die Röhrenfahrt und in der Röhrenfahrt findet man sag und schreibe den Buntsandstein, der sonst viele, viele Meter tief unter Muttererde liegt. Und auch die Menschen Rastenberg sind eigentlich recht zugängliche
Menschen hier in unserer Gegend. Könnte man wunderschöne Sachen noch machen. Und vor allen Dingen die Leute hätten, außer dass sie sich jetzt wunderschöne Blumen ansehen, eben die Möglichkeit, unseren Wald zu nutzen. Also ursprünglich gewohnt haben wir in Jena. Wir haben uns bewusst gegen Jena entschieden und für Rastenberg, weil wir zum Teil auch schon am Wochenende mit dem Auto hierher gefahren sind zum Spazieren gehen in den Wald. Wir haben dann zur Miete gewohnt und haben dann hier ein Objekt gefunden. Und bis jetzt sind wir sehr zufrieden und wir würden uns freuen, wenn die Landesgartenschau hier stattfindet. Die Landesgartenschau 28, ich würde es sehr gut finden, wenn die nach Rastenberg kommen würde, weil wir hier in Rastenberg haben wirklich die besten Voraussetzungen für so eine Veranstaltung, wo es gerade auf die Natur ankommt. Von der haben wir in Rastenberg wahrlich genug. Und wir haben nicht nur Natur, wir haben auch historische Stätten wie unsere Kirche, Stadtmauer, das historische Rathaus und wunderschöne Wanderwege in unserem Wald. Das ist das Naturschutzgebiet der Finne. Und ich kann eigentlich nur jeden nach Rastenberg einladen und würde mich freuen, dass wir das alles, was wir hier haben, vielen Leuten zeigen können. Ich finde die Idee, dass die Landesgartenschau nach Rastenberg kommt, gut, da dann unser kleines Städtchen vielleicht mehr belebter ist, die Leute mehr hier anzieht, für die Kinder gut gefördert wird, dass man sieht, dass dieses kleine Städtchen einfach auch Potenzial hat.